Hallo Leute, ja, wir sind hier wieder in Transportfieber, haben letztes Mal ein paar Fahrzeuge gemacht. Ich glaube, ich bin noch weiter durchgegangen, während ihr nicht dabei wart und habe noch die Liste hier ergänzt. Und wie ihr seht, es sind 1, 2, 3, 4, 5 Fahrzeuge. Davon sind 2 schlecht und 3 sehr schlecht. Die sehr schlechten müssen wir noch austauschen, die waren aber zu teuer. Wir haben jetzt nur noch 3 Millionen auf dem Konto und ja, da müssen wir erstmal gucken, wie wir wieder an Geld kommen, damit das klappt, ne? Da müssen wir einfach mal ein bisschen fahren lassen wahrscheinlich. Was ich dann noch machen würde, ich würde mal gerne gucken, ob es da irgendwelche Linien gibt, die wir optimieren können, wo vielleicht hier so ganz rote Zahlen sind oder sowas. Aber ihr schaut erst Logo und dann gucken wir da rein. So, dann können wir mal Ertrag gucken und dann sehen wir hier, dass dieser Zug hier besonders schlecht läuft. Wo ist der denn? Ach, der fährt jetzt hier lang. Linie 43, der ist auch im sehr schlechten Zustand, hat 54 Jahre auf dem Buckel. Fahrzeug verwalten. Ja, jetzt ist die Frage, ne? Was machst du mit dem? Ach so, ich glaube, das war jetzt Linie 43. Ich glaube, ich muss die Linie verwalten vielleicht, ne? Der fährt von einem Stock nach Kettermassmühle. Er fährt von da. So, dann kommen hier Fahrzeuge mit Kombusse an, wieso wie dieser hier, der 17 Passagiere jetzt hat. Wie wir sind denn hier? Da stehen noch 5. Und hier steht jetzt keiner. Es fährt keiner mit diesem Zug dann weiter, wahrscheinlich. Aus einem Stock. Das sind LKW, naja. Was ist das hier für eine? Ah, das ist nur in einem Stock die Linie, ne? Das ist jetzt nicht so prickelnd dann vielleicht, ne? So, und wie sieht es in Kettemörsmühle aus? Das ist hier. Da stehen aber schon mal ein paar. Linie 43. Da stehen 13 Passagiere. Unser Zug fährt jetzt gerade hier lang. Können wir denn da noch was machen? Warte mal, ich gehe mal hier raus. Dass wir noch ein weiteres Städtchen anschließen, wie dieses hier zum Beispiel. Das geht doch bestimmt, ne? Ja. Der fährt ja nur 2 Halte, ne? Von hier nach da. Macht ja nicht so Sinn, dass er nur 2 Halte anfährt, ne? Würde ja Sinn machen, dass der hier noch weiterfährt und hier noch ein Halt ist, nach Wennen. Wo ist denn hier eine Bushaltestelle? Da. Und da wäre eine. Hier hinten ist auch noch eine. Da wird das abgedeckt, da wird das abgedeckt, ja, und da wird das abgedeckt. Jetzt hier gucke, da ist alles abgedeckt noch, ne? Der Zug fährt aber hier weiter. Hört dann hier, ne, da geht auch noch hier immer noch weiter. Und fährt da auch noch weiter. Dann würde es Sinn machen, nach Giesenhorst auf jeden Fall auch noch zu fahren. Vielleicht hier einen Bahnhof zu machen, weil hier ist eine Bushaltestelle, da können die dann direkt umsteigen, ne? Liegt natürlich hier direkt am Berg, das ist wieder schlecht, ne? Aber hier ist auch eine Bushaltestelle, das heißt, er könnte auch hier rüber fahren. Ja, dann würde ich das mal so angehen, ne? Dass wir hier die Linie verändern, von einem Stock nach Winnen. Wir haben auch schon 25 Millionen, also das Geld kommt tatsächlich wieder rein. Das heißt, wir sollten hier ein Gebäude bauen, einen Bahnhof. Und zwar ein Durchgangsbahnhof. Der hier irgendwie so ist. Der zweigleisig ist auf jeden Fall. Und ja, hier schon ist, weil hier die Stadt vielleicht dann wächst und dann könnte das passend sein, oder? Jetzt müssen wir den nur ein bisschen drehen, ne? Aber so nicht, vielleicht mit Shift. Ja, mit Shift. Sieht das gut aus oder sieht das gut aus? Ich mache den da mal so hin. Ja, Länge war jetzt nicht so prickelnd, ne? Naja.
weiß ich auch nicht, wie lang unser Zug ist, ne? Linie 39, war das die Linie? Ne, das ist wieder eine andere Linie. Und das war jetzt nicht so ein Bringer, weil ich jetzt wahrscheinlich... Wo ist denn der Zug? Ist er das? Ja, das war Linie 43. Details, Zuglänge. Oh, 150 Meter Zuglänge. Das würde ja bedeuten, ich glaube, es waren hier 160. Wo war denn der Bahnhof? Hier unten. Der würde da dann ja doch tatsächlich reinpassen, ne? Oder? Übersicht, aber man sieht gar nicht, wie lang so ein Terminal hier ist, oder? Gut, das würde bedeuten, wir gehen hier nochmal hin und sehen dann hier, dass der 160 Meter lang ist. Dann ist das erstmal gut, würde ich sagen. So, das heißt, wir brauchen jetzt aber noch Gleise und können das dann anbinden. Ich würde tatsächlich erst ein bisschen noch nebenher fahren wollen. Aber hier sind wohl noch alte Gleise, ne? Was geht da jetzt nicht? Jetzt geht da was. Und hier müssten wir nochmal kreuzen vorher. So, das wäre okay. Der kann hier rüberfahren. Die, die hier rausfahren. Der kann nach da rüberfahren. Der kann hier rüberfahren und nach da rüberfahren. Der kann da reinfahren. Kann dann da rüberfahren. Alles müsste so passend sein erstmal. Das können wir ja machen. Und hier müssen wir das gleiche machen auf der Seite, ne? Das geht nicht. Ja, mach mal so. Mach mal so. Passt. Das ist wieder falsch. Passt. Die können hier rein und jetzt müssen sie hier noch kreuzen. Ne? Passt. Da ja. So, das bedeutet, der kommt hier rein. Die können darüber, können dann darüber. Der kann darüber. Hier können wir eigentlich auch kreuzen sagen. Das können wir auf der anderen Seite, glaube ich, auch noch machen, ne? Hier, ja. So, das heißt, wir können die Linie jetzt auf jeden Fall verlängern. Müssen aber hier noch. Ne, da sind wir falsch. Hier noch eine Bushaltestelle machen. Stadtstraße. Ja, gefällt mir nicht so, ne? So möchte ich das gerne haben. Machen wir so, machen wir so. So, dann ein Depot. Oder wie man das auch nennt, Bus-Tram-Station.
LKW-Station, das ist eine Bus-Tram-Haltestelle. Ne, da will ich schon so eine Station wohl machen. Nee, das muss schon hier in der Nähe sein. Ja, passt schon. So, jetzt müssen wir die Linie haben von dem Bus hier. Linie 39, Linie verwalten. Römerstraße ist die letzte Straße. Halt hinzufügen. Den. Gut, dann fährt er zur Danziger Straße. Wo die auch immer ist. Ah, zum Hafen. Warte mal, der fährt mit einem N-Abzweig fährt er an. Dann fährt er ganz durch bis da hinten hin. Das ist ja eigentlich auch nicht so richtig, ne? Ich weiß nicht mehr, wie das mit dem Spiel hier war. Könnte sein, dass das nicht so wie bei Simotrans funktioniert, ne? Dass nur die zusteigen, die da hinkommen. Vielleicht steigen immer alle ein. Weil bei Simotrans könnte ich jetzt Windenden-Abzweig machen, fahr zur Römerstraße, fahr zurück, fahr vom Windenden-Abzweig zu Fasanen, fahr zurück, fahr zur Poststraße, fahr zurück, fahr zur Danziger, fahr zurück. Hier wäre immer der Zentralbahnhof sozusagen jetzt. Aber ich glaube, das macht das Spiel hier nicht so, ne? Weil die steigen da ein, weil die wissen, da ist es warm und trocken drin und ich fahre die ganze Zeit mit. Ich glaube, so war das in dem Spiel. Aber das muss ja auch umgekehrt funktionieren dann, ne? Oder? Aber da kümmern wir uns in der nächsten Folge drum. Wir lassen das erstmal jetzt hier so laufen. Der fährt erstmal hier hin. Und jetzt müssen wir noch den Zug finden, der hier hält. An der Linie 43. Weil den Linie müssen wir dann noch verwalten. Kettemersmühle, Eibenstock. Dann müsste da nochmal Eibenstock eigentlich rein. Sollen wir nochmal hier hinfahren. Achso, hinzufügen müssen wir machen. Soll nochmal da hinzufügen und dann fährt er bitte schön nach. Wo ist jetzt der Halt? Plus ist dran, naja, fährt er hier hin. Und von hier aus fährt er wieder nach Eibenstock. Das sollte dann passen. Das ist ein Güterzug, oder? Ja. Dann hätten wir die Linie schon mal verlängert. Jetzt wäre nur interessant zu wissen, ob da noch mehr einsteigen, ne? Also hier welche hinkommen. Können ja mal gerade schnell fahren lassen. Kann ich das irgendwie sehen hier? Also hier steht ja schon mal keiner an der Linie 39. Ne? Hier stehen 34, aber ich sehe nicht, wo die stehen. Ich glaube, da kommt jetzt der erste Zug, Bus. Der hat 18 Passagiere. Mal gucken, was jetzt hier passiert. Da werde ich ein- und aussteigen. Hält er an und? Ne, kennen die noch nicht. Stellt sich mir gerade die Frage, wie ist denn hier der Abzweig gestaltet? Na, der ist eingleisig. Aber ich glaube, hier fährt regulär nur der eine Zug lang, dann sollte das funktionieren. So, da sind jetzt 18 drin. Der fährt jetzt, der fährt jetzt komplett zur Danziger Straße, aber ne. Ja, das müssen wir nochmal genau in der nächsten Folge gucken, wie das mit den Fahrzeugen hier ist. Ist das hier unser Zug? Ja. Der fährt jetzt durch, hat er gar nicht. Doch, ach, da hinten hat er vielleicht angehalten, ne? Jetzt müssen wir mal gucken. Aber ich kann auch nicht sehen, wer hier wohin fährt, oder? Das sieht man bei Simotrans nämlich, wo die hinfahren, ne? Das sieht man hier nämlich nicht. Km/h fährt er hier.
So, 21 sind im Zug. Mal sehen, was passiert. Ah, hier stehen schon welche. Da stehen 7. Die sind zugestiegen. Aber die 7 sind jetzt hier schon befördert worden von Binnen. Die fahren jetzt auch da hinten hin. Das ist schon mal gut. Das wird mit der Zugauslastung dann wahrscheinlich besser werden. Was wir hier noch nicht haben, das sind Signale. Die sollten wir vielleicht noch mal machen. Da sind Signale, ne? Ja, da stehen schon welche. Dann ist das ja schon mal besser. Warte, waren wir jetzt die Signale? Ne, da sind wir jetzt verkehrt. Wo ist denn jetzt unser Bahnhof? Da hinten ist er. Doch, hier haben wir auch Signale gemacht. Dann sollte das erstmal gehen. Das müsste erstmal funktionieren. Das werden wir in der nächsten Folge, werden wir das noch nach hier hinten verlängern, nach Giesenhorst. Weil danach kommt nichts mehr, ja. Bis Giesenhorst werden wir machen und diese Haltestation wird hier sein. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Und dann müssen wir die Bahnlinie genau mal angucken, ob die jetzt vielleicht ein bisschen besser wird oder nicht besser wird. Ne? Können wir ja mal gerade hier nochmal reingucken. Das war ja dieser Zug hier. Details, Finanzen. Okay, aber hier ist jetzt, okay, das ist laufende Jahr, deswegen ist das niedriger. Ja, sehr schlecht ist das. Aber mit 77 Millionen können wir den Low noch nicht ersetzen. Der ist bestimmt noch ein bisschen teurer, oder? Fahrzeug verwalten. Ersetze gewähltes Fahrzeug. Passagiere. Zugkombination elektrisch. Das ist der hier. Was kostet der uns? Ach, der ist doch gar nicht so teuer. Den können wir dann doch kaufen. Vielleicht sollten wir das machen, damit er besser angenommen. Wenn der modern ist wieder, ne? So, und dann müssen wir auch nachher gucken. Diese Gleise waren hier ja nicht alle gleich passend, ne? Hier sieht man ja, dass es schnelle und langsame Gleise gibt, ne? Und der Zug kann 200 fahren. Und diese Gleise sind wahrscheinlich... Warte, können wir hier irgendwo sehen? Nur bis... Ja, wäre schön, wenn man sieht. Sieht man nicht. Hier steht nur begrenzte Geschwindigkeit, höhere Geschwindigkeit. Werkzeuge. Ja. Kann man das hier im Bahnhof auch machen? Kann man wohl auch machen. Aber da wäre es jetzt eigentlich, ist es eigentlich unnütz, was wir da gemacht haben, ne? Oh, naja, das war falsch. Ich dachte, hier wäre der Abzweig, der ist aber erst da. Und hier sind schon schnelle Gleise. Bis auf in diesem Halt hier. Komm, dann machen wir da auch noch schnelle Gleise. Okay, haben wir das erst. Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Und wie ihr seht, hier ist der blaue Balken ein bisschen höher. Vielleicht ist schon was gewesen, ne? Bis dann.